Hey ho Leute, ich bin's wieder, euer PB-Stell mit Headbreaker, ein kleines Infovideo, wie man einen Hamachi-Server macht mit Terraria, weil es kommt einfach mal die Frage auf und tut mir leid, dass das Video jetzt erst kommt, aber Zeitmangel und lernen, Schule, kaum Zeit wir beide, dass sie mal aufnehmen konnten, fragt ihn selber. Wann hatten wir das letzte Mal Zeit? Vor langer Zeit. Ich kann mich noch letzte Woche irgendwann erinnern, aber nur kurz. Ja, das ist kacke. Okay, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf einer Chip-Seite, wo man Hamachi downloaden kann. Also das braucht man als allererstes, Hamachi. Wer das schon gedownloadet hat, das sieht dann so aus. Das schaut dann so aus, ja, ihr seht jetzt gerade ein paar Namen, alles mögliche, aber ihr dürft nicht joinen. Ihr könnt meine IP sehen und mich hinzufügen, aber was bringt es euch? Eigentlich gar nichts, weil ihr in meinem Server ja drin sein müsst. Yay! Also, just what the fuck. Hier gerade bei Terraria 6336. Der Retro hat einmal bei uns mitgespielt? Echt jetzt? Ja. Stimmt. Das waren noch Zeiten. Genau. Hier sieht man meine IP. Man kann eigentlich auch Rechtsklick machen. Geht bei Terraria kopieren, einfügen eigentlich mittlerweile? Nee. Kacke. Okay, dann muss einer immer das per Hand irgendwie... Ja, einfach so im Kopf haben oder einfach aufgeschrieben haben oder das noch sagen können. Und der andere, ich zeig's euch mal, der schaut dann so aus. Ich gehe jetzt auf Multiplayer, Join, nehme ich meinen Charakter und gebe einfach mal hier eine IP ein. Meine IP wäre jetzt einfach, lasst mich kurz mal nachschauen. 25, 238, 17, 2, ich versuch's mal einfach mal. Copy-Paste? Geht nicht. Ich kann es dir auch sagen, wenn du willst. Gut, dann sag's mir, dann wär's schneller. 2,5.238.17.212. Und dann drückt man einfach Enter. Dieses Doppelpunkt 777 braucht man noch nicht. Dann gibt man den Serverport ein, das wird automatisch 777 stehen. Dann muss man das akzeptieren und dann wird man verbunden. Da er aber jetzt gerade nichts findet, weil ich das selber bin, kann er doch nicht selber auf eine Welt zugreifen, die gar nicht mal geöffnet ist durch mich selber. Also, fuck logic. Aber so würde das ausschauen. Und normalerweise würde ich zeigen, wie ich jetzt auf Headbreaker seine Welt joinen kann. Aber, magst du es erklären? Ja, das Problem ist, mein Rechner ist zu schlecht und irgendwas mit meinem Internet stimmt nicht, dass ich keinen Server leiten kann. Genau. Kurz und knapp, so geht das, wie man einen Server auf Hamachi, auf Terraria mit Hamachi macht. Und wenn es noch Fragen gibt, dann könnt ihr fragen. Ich glaube, ich habe alles erklärt, was erklären musste, oder? Ja. Ah ja, falls ihr noch wissen wollt, gleich hier. Wenn ihr eins haben wollt, ihr müsst erstmal ein neues Netzwerk erstellen, wenn ihr selber der Host sein wollt. Gebt ihr irgendeinen Namen ein, so blablabla, dann ein Passwort, blablabla, nochmal denselben Passwort, blablabla. Und dann, ich tue in dem Fall mal abbrechen, müsst ihr eurem Freund den Namen, den ihr eingegeben habt, als ID geben und natürlich das Passwort, dann wird er hier drauf joinen können. Und bei Terraria schaut es dann so aus, dass man Multiplayer geht, Host and Play, in dem Fall ist das dasselbe, gehe ich jetzt mal auf LPT kackt ab, den Server, Port, Passwort einfach mal eingeben und dann ist man auf der Welt drauf. Hey! Das war kurz und knapp, das wie man einen Hamachi-Server, wie man einen Terraria-Server mit Hamachi macht. Hoffe, ich hat's gefallen. Headbreaker, hast du noch was zu sagen? Ne. Gut, dann haut rein, Leute. Tschüss.